Auf einer Anhöhe steht die Kirche St. Bonifatius in Böhmfeld, gut eingebunden in der Mitte des Ortes. Im Innern bietet sich ein stimmiges Bild. Erst 2016 und 17 renoviert, strahlt die Kirche in weiß und frischen Pastellfarben. Beim Bodenabschliff hat die Gemeinde selbst angepackt. Für mich ist die ganze Kirche ein Schmuckstück. Darum bin ich ja Kirchenpfleger und habe das Anliegen, das also in einem guten Zustand für die Nachwelt zu erhalten, ja, und alles eben Gott zu ehren. Wir sind eben gläubige Christen. Und dann schauen wir eben, dass unser Gotteshaus da einen guten Zustand hat. Die Ende des 16. Jahrhunderts erbaute Kirche hat so einige Besonderheiten zu bieten. Eine davon ist auf den ersten Blick nicht zu erkennen, eröffnet sich aber hinter dem Hochaltar. Dort verbergen sich insgesamt 6 Gemälde. Sie sind in den 80er Jahren entstanden. Je nach Fest im Kirchenjahr wird das Hochaltarbild ausgetauscht. Es gibt unter anderem passende Szenen zu Ostern, Pfingsten und Mariä Himmelfahrt sowie eine Krippe. So bietet sich immer wieder ein völlig neues Bild. Der Rokoko-Hochaltar an sich ist ein außergewöhnliches Schmuckstück für einen 1700 Einwohnerort. Er wurde 1804 aus einer Niederlassung von Zisterziensern in Ingolstadt günstig erworben. Ich finde wunderbar diese geschnitzten, vielen geschnitzten Teile, dann die Heiligen links und rechts in wirklicher Größe, ja, und eben dann noch das auswechselbare Bild, das jedes, bei jedem Fest dann einen anderen Eindruck vermittelt. Aber nicht nur der Hochaltar ist der Gemeinde wichtig. Was es mir bedeutet? Ja, ganz viel. Also ohne Böhmfelder Kirche möchte ich nicht sein. Die wertvolle die Figur hinten, die Marienfigur, die steinerne Marienfigur und dann die alten Beutel gefallen mir also gut. Das Böhmfelder Beutel und hinten das von der Viehpatronin. Also das ist mir schon wichtig, dass wir das haben. Oder halt finde ich für gut. Die Seitenaltäre zieren spätgotische Figuren von Maria und Johannes. Sie sollen aus dem Kloster Ribdorf stammen. Ein Gemälde von 1760 zeigt die Ansicht von Böhmfeld, über ihr der Schutzheilige Bonifatius und die Bistumsheiligen Willibald und Walburga. An der Empore entdeckte die Gemeinde bei der Renovierung, dass sich unter der weißen Schicht Malereien befinden müssen. Zu teuer, sie freizulegen, aber als Hinweis an die kommenden Generationen ließ man ein kleines Quadrat mit Sicht auf einen Engel frei. An Details mangelt es in St. Bonifatius ohnehin nicht. Ich mag recht gern das ganz kleine Medaillonbeutel da oben, weil das habe ich mir so angewöhnt, dass ich da immer aufgeschaut habe im Rosenkranz. Man kann sich ja da oft im Rosenkranz so schlecht konzentrieren, immer das Gleiche. Gell? Und dann, da ist die Verkündigung der Engel und Mutter Gottes und das hat mich immer recht angesprochen. Das mag ich gern. Der älteste Teil der Kirche ist das Turmuntergeschoss. Es stammt aus dem 11. Jahrhundert und ist vom Vorgängerbau erhalten geblieben. Kirchenbesucherinnen und Besucher können in Böhmfeld die Bedeutung spüren, die die Kirche schon über Jahrhunderte für viele Menschen hat. Und so manche Überraschung bietet sie auch.